Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher Teil 3. Ja, das irgendwie hatte ich einen Hang gehabt, die Musik lief weiter, aber ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nicht mehr B drücken und aus dem Buch rausgehen. War ganz seltsam gewesen, deswegen ist das letzte Video was kürzer geworden. Aber an dem Tag werde ich dann wohl zwei Videos einfach hochladen oder drei, muss man schauen. Und ja, wir haben unseren ersten Schatz gefunden. Sehr schön. Weltkarte. Moment, nicht Weltkarte, Quests. Ich glaube, wir machen nämlich direkt die nächste Schatzsuche-Quest auch. Da gab es nämlich cooles Zeug. Ja, wohl eine Stufe 6, also es wird wohl schwierig sein. Aber wir sind ja eigentlich ziemlich tough. Ach, und wir müssen da sowieso hin. Dann lass uns doch direkt mal in einem das da mitnehmen. Hey! Früher Morgen, aber es sieht nicht nach so gutem Wetter aus. Da oben sollen wir das Haus da noch mitnehmen. Komm, das nehmen wir noch mit. Langsamer. Bisschen was zum Plündern. Grünschirm. Und wir kommen da wieder nicht rein. Grrr. Drumherum. Ah, vielleicht kann man da oben rum rein, wenn ich Art nutze. Nein, kann man nicht. Kann ich Art hier nutzen und die Tür aufsprengen? Kann ich auch nicht. Ach, Plötze, ist doch alles gut. Bleib hier. Da hinten ein Fähigkeitspunkt, ein Machtstein. Friedhof, ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, aber erstmal diese Erscheinung erlegen. Was war das? 3, 4? 4 war es, okay. Na, komm her. Aua! Mistvieh. Wo ist er? Ist er schon zerlegt? Ein weiterer Fertigkeitspunkt, den wir direkt mal einsetzen wollen. Charakter. Und ich glaube, wir gehen wieder auf allgemein drauf. Wutkontrolle. Jeder Teil mittelschwere Rüstung bringt uns natürlich nichts. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden, die Zeichenintensität ist ganz nett. Nehmen wir das ja aber mal, Überlebensinstinkt. Ich glaube, das bringt mir mehr, 500. Für einen kleinen. Was haben wir denn hier Nettes? Lesen. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Verries, der kinderlos in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd an einem Schlaganfall verstarb. Möge Militele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Ha? Haben wir Militele-Schrein? Können wir aber nichts machen. Können wir in die Gruft reingehen? Hey, da können wir aber Art nutzen, oder? Knie, Quen, Axi. Verdammt, wo ist Art? Muss das mal auswendig lernen. 3 ist Art. Bewachter Schatz. Sollten wir wohl mal auf Quen gehen. Ah, shit. Wir sollten nicht auf Quen gehen. Wir müssen auf Igni. Ach, nicht auf Igni. Auf. Wir müssen verlangsamen den Mist. Okay. Wo ich das mit der Tastatur nicht drin habe, sollte ich wohl besser so machen. Ah! Weg hier, weg hier, weg hier. Oh Gott. Aua, aua, aua. Oh Gott. Ah, ich treffe die auch so. Gar nicht gut. Ist was. Nimm eine Schwalbe.
Schnuppe. Hauptsache schnell Energie. Oh Gott, keiner mehr da. Das war jetzt ganz schlecht gelaufen. Ganz schlecht gelaufen. Und umsonst eine Schwalbe noch genutzt gerade. Was können wir hier? So. Kavalleriehandschuhe. Sollten wir uns gleich mal angucken. Quest aktualisiert, wir sollten das Buch lesen. Massig neue Sachen. Na gut, das war auch für eine Stufe 6 gewesen eigentlich, ne? Deswegen haben wir das ja doch ganz gut noch geschafft. Brief des Hexers Kolgrim von der Vipernschule. An Ivar Bösaugt, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eines der Schemas und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine temerische Recht berufen und ein Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Mein Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werft die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Was haben wir hier? Oh, da haben wir bessere Klingen. Mittlere Rüstung. Ja, die wollen wir eigentlich nicht haben. Verkaufen wir. Kaufen wir alles. Das Teil behalten wir, ziehen wir gleich an. Haben wir auch schon. Nö, nichts von Bedeutung. Was kann die Kette hier? Kann man nicht anziehen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, das wissen wir. So, den Schatz haben wir auch. Schauen wir uns das mal an. 121 Meter, dann sollten wir vielleicht doch das Pferd nutzen. Das irgendwo dahinter ist. Rennen wir mal weiter. Komm mal hier rüber, Pferdchen. Hier hinten sind wir. Okay, die wollen nicht mit uns reden. Sollten wir mal was essen. Wieder auf, ups, auf Quen gehen. Ein Monsternest, okay. Hule, die jetzt wohl nicht mehr so das Problem sind. Wieso kann ich das Nest nicht in die Luft jagen? Weil wir noch im Kampf sind, ich verstehe.
Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Und noch ein Ort der Macht, super. Machen wir uns auf jeden Fall viel stärker mit. Dankeschön. Oh, das ist ja noch ein Ghoul. Sonst liegt hier nichts rum. Okay, Weltkarte. Die letzten drei da. Dann sind wir durch. Sollten hier in diesem Gebiet alles haben. Vorher nochmal Charakter schauen. Ja, ich bin natürlich auch am Überlegen. Wenn ich Quen sehr weit oben habe, könnte ich mir auch voll die starke Panzerung machen und einfach mit starken Angriffen aufhauen. Ist schließlich ein reines Kampfspiel. Ja, was sowas betrifft. Man kann natürlich auch voll auf Magie sehr wahrscheinlich gehen. Und alles mit Igni später wegdüngeln. Oder mit Fernkampf. Aber wir werden es mit Schwert machen. Tagsüber mehr Punkte, Vitalität, ja, warum nicht? Können wir jetzt nämlich schon gebrauchen. Heilen wir uns schneller. 9.10 Uhr. Ist das abends? Das muss doch tagsüber sein. Nee, tagsüber. Plötze, komm mal her. Ach, da ist er. Mein stolzes Pferd. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ich darf mich nicht so schnell umdrehen, wenn er angeritten kommt, weil dann sehe ich nicht, wie er Haken tut irgendwo. Versteckter Schatz, stehen bleiben. Na, wer will's auf die Nuss? Nee, das ist das Falsche. Das sind doch Monster. Oh, das sind keine Monster. Zieh mal die Waffe weg. Dann mal kurz ein Stück. Nachlässt. Nee, der will mit dem anderen Waffe kämpfen. So, wo ist der Rest? Da. Ein Wag. Boah, verfehlt, Mist. Dreckiges Geld, neue Quest. So, du musst direkt mal angucken. Ja, wir haben auch noch hier die Quest, alle Kartenspielsachen zu gewinnen. Das machen wir auf jeden Fall auch. Allein wegen den Erfahrungspunkten und dem Geld. Dreckiges Geld. Im Weißgarten stieß Gerald auf einen gewissen Brief und hielt ihn für interessant genug, um ihn bei der nächsten sich begegnenden Gelegenheit genauer zu lesen.
Ja, sollten wir das doch mal tun. Huch, wir haben neue Hosen bekommen. Ja. Scheint alles dieselbe zu sein. Tauschen wir schon mal. Ja, ist dieselbe Hose. Ne, die hier ist eins besser. Das haben wir auch schon. Achso, das wird ein Questgegenstand sein, ne? Genau. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen, in der Nähe der alten Mühle. Ah, da waren wir schon. Und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm. Aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sack Getreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können. Und das Risiko, dass wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Natales Befehlen jagen würden. Hm? So, jetzt hat sich das aktualisiert. Wo wollen die, dass wir hingehen? Da, super, da müssen wir sowieso hin. Schnappen uns erstmal den da. Wo ist mein Pferdchen? Komm, Plötze. Heya! Kommt gleich hinter uns. Alle abgehauen. So, hier muss ich suchen. Seltsam. Was ist seltsam? Hundeteig. Okay, dann machen wir den letzten Punkt noch und dann haben wir es hinter uns. Langer Weg. Diesen Drachen, kehr um. Ach, Drachen. Ist doch kein Problem. Ja, ich hab's verstanden. Wir müssen umkehren. Komm mal ein Stück hier rüber. Ich kann da hinten irgendwie nicht draufsteigen. Wölfe sind ja jetzt gar kein Problem mehr. Machen wir einfach drauf. Komm her. Heya! Heya! Was jetzt, du Stück Dreck? Oh, komm, steig ab. Ich halte lange B gedrückt. Mach Hilfe. Ja, wohl nicht. So, erstmal das rein. Wir sollten den Fernkampfer da hinten zuerst nehmen. Wir halten sowieso nichts aus. Au, 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 komm zu Papa, ihr Mistkerl. Los. Waffen. Nicht nachlassen! Au! Wortwörtlich. Da hast du. Verdammte Drecksfernkämpfer. Der Anführer ist noch da. Und der ist was stärker gepanzert. Essen wir mal kurz was. Okay, das müssen wir anders machen. Wir werden uns erstmal das Quen neu holen. So, Quen aktiv. Und jetzt brauchen wir irgendwas, um ihn umzuhauen. Komm, lad das Art auf. Da. Okay, wir müssen irgendwie hinter ihnen kommen.
Oder einmal Quen und dann hinter ihn springen. Mensch, Pferdchen, weg von ihr. Das ist ja echt mies und das Pferd nervt mich total. Komm mal hier auf den Platz, bitte. Verdammter Ziegenficker. Ziegenficker? Da hast du Ziegenficker. Tja. So sieht's aus. Fisttag! Uhu, lecker! Hauen sie sich ein bisschen Drogen wieder rein. Die Waffe immer noch draußen. Warum? Steck die mal weg. So, was haben wir hier? Jede Menge zu plündern. Also ich bin ja mal gespannt, wann die ersten Mal die Nachricht kommt, sie können nichts mehr tragen, weil bisher ist ja super krass hier. Wir nehmen Millionen von Sachen mit, ist total Schnuppe. Beim letzten Scholarenfutter, warum nicht? Komm, kannst du da irgendwie drüber springen? Okay, gleich hänge ich hier irgendwo fest. In der Hexersicht. Dreckiges Gold aktualisiert. Hier liegt noch irgendwo einer. Okay, soweit so gut. Was haben wir jetzt alles dafür bekommen? Ja, wir haben eine Igni-Glyphe, die wir auf irgendeine Waffe wahrscheinlich tun können. Passende Fassung brauchen wir dafür, okay. Also wird es Rüstung sein. Die sind alle schlechter, so wie es aussieht. Okay, die Axt ist besser, die können wir aber erst mit Stufe 4 tragen. Kavallerie-Handschuhe ist Mittel. Mittel, Jägerhose. Nee, wenn, würde ich höchstens auf schwere Rüstung irgendwann gehen. Eine Spion, das haben wir das schon. Strickleiter, stumpfes Ball. Okay. Dann sollte das auch beendet sein und wir dürften jetzt eigentlich alle Fragezeichen beendet haben. So ist es. Alles erforscht. Sehr gut. Fehlt nichts mehr, ne? Jetzt müssen wir nur noch die Quest-Sache machen hier. Nämlich sammle alle. Wo müssen wir hier
jemanden gegen jemanden zocken. Hoch. Geh mal wieder rein. Gibt es hier keinen zum Zocken? Hol sie dir alle. Schade. Ne, dann ist das eine übergreifende Quest, die wir jetzt nicht machen können. Wird ja auch nichts angezeigt. Vervollständige Sammlung von Gwyn-Karten. Da kann ich auch nochmal zeigen. Die haben wir auch hier, Gwyn-Kartensatz. Seht, wir haben 23 Karten, 22 im Satz drin. Wenn wir ein Spiel bisher erst gemacht. Und könnten zwar die 23. reintun, das wäre aber ziemlich dumm. Das sollte man besser nicht machen. Den hauen wir direkt wieder raus. Das ist sowieso eine recht schlechte Karte. Weil wir können halt aus dem Kartensatz nur Karten ziehen, die wir drin haben. Wenn ich dann hier später 40 Karten habe und ich ziehe da voll den Mist raus, bringt das gar nicht. Ich brauche nur hohe Karten drin. Und später gibt es noch andere Kartensets, die Scoia'tael nämlich. Monster. Monster ist sowieso ziemlich cool. Hast den Vorteil, dass nach jeder Runde man eine Karte auf dem Schlachtfeld behält. Das ist echt gut. So. Machen wir das weg und starten unsere letzte Quest, die wir haben. Das machen wir aber gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in Weißkarten. Bis demnächst, euer Chojin.